Hallöchen Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Cozy Groove. Heute richtig wieder am Start und zwar in Tag Nummer 4. Und dann fangen wir doch gleich mal an, wieder weiterzumachen, wo wir letztes Mal, jetzt ist sogar Nacht. Das ist nämlich auch wieder alles nicht mehr farbig, ne, weil sie wieder offene Quests haben. Ugh. Möchtest du Futter? Oh, der ist sogar maximal gefüttert. Das hier drin, glaube ich, ne, in meinem Lagerfeuerleins. Möchtest du nämlich, glaube ich, na, sowas ähnliches. Ne, habe ich doch nicht. Nope. Nächste Auswahl. Was ist denn nächste Auswahl? Leertaste streicheln? Was ist nächste auswählen? What? What? Okay, habe ich jetzt nicht gerafft. Habe schon nett gerafft. Oh. Gut, wir haben aktuell keine Mission außer Holz. Deswegen gehen wir mal hier hin und schauen, was wir für uns haben. Ich habe gesehen, wie du hier draußen gegraben hast. Nichts gegen Jeremy, aber die Schaufel, die er dir gegeben hat, kommt mir etwas zerbrechlich vor. Er hatte nie Überlebensrecht und weiß nicht, wie man ein Werkzeug mit Ahnenkraft verstärkt. Ah ja, ein Werkzeug mit Ahnenkraft verstärken. Wie macht man was bitte? Wie man was bitte macht? Ah, keine Sorge, viele Geistfinder lernen das nicht. Zum Glück bin ich darin sehr erfahren. Hier ist eine Liste mit Materialien. Bring sie mir, dann kann ich dir eine Schaufel herstellen, die binnen weniger Sekunden ein Plumpsklo buddelt. Aber keine Eile, ich habe noch eine ganze Kanne Tee hier stehen. Verkohlter Fischknochen. Oh nein, ich muss 10 Fische verbrennen. Wie unfair ist das denn bitte? Ey, es ist einfach wieder alles ultra bewaldet hier. Weil halt wieder alles ungequestet ist. Nicht mehr wieder blau und durchscheint. Das ist wie eine Leuchtreklame, die sagt, schaut euch Jeremy Schroffler an, der hat sich in dem echt vermasselt. Das macht mich wütend, ich brenne vor Zorn. Ich bin so sauer, dass ich Eisen zum Schmelzen bringen könnte. Okay. Willst du Kartoffel haben? Oder eine Kartoffel zum Werfen haben wir. Hm, ach Gottchen. Okay, hat's doch genommen. Könnt ihr auch mal da hinten einer hinwerfen? So, oh, wir haben eine Wicht-Essenz bekommen, ne? Essenz eines glücklichen Wichts. Und du, was hast du für mich? Noch eine Essenz. Okay, jetzt droppen die Mitarbeiter die Essenzen, alles klar. Immer ein Stück Holz. Nelkenkoralle. Könntest du mir etwas helfen? Es ist nicht einfach, stimmt's? Hier gestrandet zu sein, keine Hoffnung auf Rettung, nur die Geister als Gesellschaft. Ja, ein echt hartes Leben. Genau dafür wurde ich ausgebildet. Mir geht's bestens. Ah, danke, dass du mich daran erinnerst. Ja, ein echt hartes Leben. Nee, hier. Genau dafür wurde ich ausgebildet. Mir geht's bestens. Ah, hey, die Geister haben dich alles gelehrt, was du zum Überleben brauchst, um dem Tod selbst die Stirn zu bieten. Geduld! Geduld ist die größte Herausforderung. Im Link gab es immer nur eines, das mir durch die langen grauen Tage geholfen hat. Ein Krug-Grock. Du hast eine Erinnerung von Kapitän Pracht. Okay. Hilf anderen Geistern, dann bekommst du als Dank das hier. Möglicherweise musst du mehrmals helfen und einige Tage warten, also sei geduldig. Alles klar. Habe ich gerade auch in dem Loading-Screen gesehen, dass da steht, dass einige Geister halt irgendwie tagelang irgendwie was haben oder Materialien haben wollen, die tagelang dauern. Hier ist zum Beispiel sauber, nice. Was haben wir hier? Wollen wir die kaputt machen? Nee. Grüße, du bist genau die Fauna, die ich sehen wollte. Einer meiner Lieblingsbäume ist verschwunden. Das ist ja schrecklich. Das arme Ding verirrt sich immer. Er ist einer meiner besonderen Bäume. Klein, quadratisch, keine Wurzeln, viele weiße Blätter im Inneren. Sollst du einem solchen Baum begegnen, schick ihn bitte zu mir. Kleiner, quadratischer Baum ohne Wurzel mit weißen Blättern im Baum. What? What? Es ist auch einfach, das ist fies, es ist einfach Tag, es ist einfach Nacht, ne? Gut, das habe ich leider nicht, weil das heißt, ich kann dich da nicht glücklich machen. Könntest du mir etwas? Ich möchte zu meinem Briefkasten. Viel Glück, Geist Finderella. Ich bin niemand, der zu Panik neigt, aber wir haben Wrackteile eines kleinen Boots an der Küste gefunden. Sah irgendwie aus wie dein Boot. Abenteuer, nicht wahr? Keine Sorge, wenn du zu lange vermisst bleibst, kommen wir dich holen. Da bin ich mir so gut wie sicher. Geistfindermeister Blake. Danke sehr. Wiedergefunden. Wir haben etwas auf der Insel gefunden und glauben, dass es dir gehört. Deine hilfreichen Nachbargeister. Okay.
Sieh an, mein liebster Postmeister, Assistenz ist wieder da. Ich habe heute Morgen eine Paketankündigung bekommen. Eine 23 Pfund schwere Kiste. Ein Paket dieser Größe muss ein echt stattliches, psychisches Objekt sein. Kannst du es bitte für mich suchen? In der Nähe, okay, etwas, hinter etwas. Was, in der Nähe ist Klappstütz? Ja gut, das wissen wir ja schon, ne, wo das ist. Irgendwann kennt man die ganzen Objekte, die auf der Map, weil so großartig wird die Map scheinbar nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob sie noch größer wird. Irgendwann merkt man alle besonderen Objekte, ne? Irgendwann kann man sich das alles einfach merken. Da ist noch ein... Na, da brauche ich eine bessere Schaufel für, das mit der Ahnenkraft. Was ich auf jeden Fall noch brauche, ist mehr Fische. Da sind Fische. Gut, dass ich keine Köder brauche. Wir haben eine Anleitung für einen Schuppen erhalten. Das wollte ich jetzt zwar nicht unbedingt haben, aber gut, wollte ich den Fisch haben. Aber bitte sehr. Komm her, du kleines Viech. Was ist das? Eine Stachelmakrele, lecker. Okay, na immerhin ein Fisch gefangen. Und insgesamt 10, weil wir sie 10-mal verkokeln müssen. Wenden wird immer noch irgendeiner was von mir. Das war ein dickes Ding hier unten. Eigentlich will ich natürlich haben. Ich finde es auch ganz cool, dass wir wirklich keine Köder brauchen dafür. Nom. Nom. Na, komm her. Komm her, du kleiner dicker Fisch. Wieder so ein Schau- und Schattenmaul. Der hatten wir aber auch schon, ne? Oh nein, ich habe keinen Platz mehr im Winter. Ist das dein Ernst? Ach, komm schon. Ich habe aber ein Rezept gehabt. Rezept lernen. 8 Hartholz, 4 Weichholz, 2-mal Essenz eines glücklichen Vogels. Okay. Dann nimm mit. Wir hatten noch eine Deko gehabt. Genau, wir haben 2-mal Deko, die werden wir gleich mal ersetzen. Rustikale Deko, gewöhnlich Blockhütte, große Skulptur. Ja, platzieren wir hier. Wir haben, ich glaube, die mögen das dann nämlich nicht so. Ornament. Das ist ein Kakao. Scheiß aus. Ja, na gut. Wir brauchen etwas Lagerplatz. Könntest du mir etwas Lagerplatz verschaffen? Bestimmt, ne? Was haben wir hier? Die hatten wir noch nicht gehabt, ne? Behalte ihn noch eine Weile. Weil das bleibt mal. Und das bleibt auch tatsächlich erstmal so. Wir behalten ihn wirklich erstmal eine Weile. Gott, was hab ich hier alles? Guck mal, die ganzen Zweige haben wir hier. Die können wir mal wegmachen. Da haben wir nämlich einen Slot wieder frei. Die Pilze kommen hier rein. Der Walnuss hatte ich, glaube ich, auch genau. Eine Schmerle hatte ich doch auch, richtig. Da hat man sie. Andere Fische hat man noch nicht. Das ist ja interessant. So. Haben wir noch eine Süßkartoffel, die ich hier reinpacken muss? Oder Kartoffeln? Und sonst hätte es einfach viel zu klein. Ich jetzt schon, eher. Whatever. Wir gehen weiter auf Suche. Und zwar brauchen wir weiterhin diesen kleinen Fisch hier unten. Ah, da ist gleich beim ersten Mal. Hat er angebissen. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ein kollabierter Lungenfisch. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Das habe ich noch nicht ganz, aber gucken wir mal. Ein richtig schönes, süßes Wimmelbild-Game. Hast du noch was für mich? Ich möchte einfach... Ach so, ja, ja, alles klar. Problem ist tatsächlich, dass ich das alles erstmal abgeben möchte. Blitzschnecke. Alles okay. Hauptsache sofort aktiviert, weißt du? Was kriegen wir? 600 alte Münzen, 2 Quarz-Edelsteine. 600 alte Münzen, 2 Quarz-Edelsteine. 2 alte Münzen und nichts. Und den Achievement bekommen Münzsammler-Anfänger. 800 alte Münzen und nichts weiter. 1200, wir nehmen mal mehr, Alter. 6 Quarz-Edelsteine. Nice. So, dafür kriegen wir 10 Quarz-Edelsteine. Nochmal 10 Quarz-Edelsteine und hier dann wahrscheinlich nochmal. Haben wir gerade seine Leiste verbessert? Nee, ne? Ich glaube nicht. Deswegen hat er ein Ausrufezeichen gehabt. Alles klar. Gut, wir haben hier noch was. Sammle 10.000 Geld. Gibt 20 Quarz-Edelsteine. Nehme ich sehr gerne mit. Und wir haben immer wieder viel Platz. So, wir haben uns erstmal das vom Klappstuhl. Etwas dahinter, also hier oben. Das Päckchen. Ah, hier ist es. Gehen wir es zum Postiboten.
gucken, weil der hat hier... Ne, der hat nichts mehr, ne? Ah, der will was mit der Ahnenkraft machen. Hier glitzert irgendwas. Was ist das hier? Ah, okay, ein Birnbaum. Wenn das farbig ist, ja, da war irgendwas. Bling, bling. Wo ist das hier unten drin? Ein glänzender sah aus wie ein glänzender Schädel. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall später die Hinweise. Aber erstmal geben wir das Packchen ab. Denn wir kriegen dann nämlich ein Holz und dann können wir nämlich unser Bereich etwas erweitern. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Und hey, das ist mal eine nette Überraschung. Das Paket ist an mich adressiert. Das ist ja schwer wie Bolle. Was ist da wohl drin? Hoffentlich hat das von meiner Frau und meinen Kindern. Vielleicht ein riesiger, selbstgebastelter Briefbeschwerer? Oh, ein Fußball. Kein Wunder, dass das Paket so schwer war. Ist ein Fußball nicht eigentlich ziemlich leicht? Ist da sonst noch was drin, was das Paket schwerer gemacht hat? Nein. Die meisten Fußball wiegen doch höchstens einen Pfund. Meiner ist etwas anders. Weißt du, manchmal komme ich echt schräge Post. Letzte Woche erst eine Schachtel voller bluttriefender Bärenpranken. What? Normalerweise lasse ich mich von sowas nicht beeindrucken, aber das... Hey, danke für deine Hilfe. Ich glaube, ich brauche jetzt kurz mal einen Moment für mich. Gibst du mir ein Geisterholz? Ja, danke sehr. Und es wird farbig, ne? Eine Tulpentopfpflanze, wunderschön. Sehr schön, sehr schön. Wir müssen alles wieder ein bisschen farbiger machen hier, das geht ja mal gar nicht. Hier ist noch eine Münze. Hier ist halt so ein quadratischer Baum, aber der hat damit nichts zu tun, ne? Ach ja, stimmt. Eisen erstmal verbrennen, dann lass das erstmal machen. Ach nee, genau. Ja, lass. Okay, warte, wir gehen erstmal hier hin. Passt schon. Wir holen uns hier ein bisschen neues Areal. Ich rieche Holz. Hier ist ein Holz für dich. Wunderbar, meine Flamme lodert. Und da ist ein Geruch, der von einem anderen Ort herbeiströmt. Ist das frisch gebackenes Brot. Für gewöhnlich ein unwiderstehlicher Duft, aber nicht dieses Mal. Es sind noch immer 12 Seelen auf dieser Insel versteckt und ich würde sagen, wir haben gerade eine weitere entdeckt. 12? Oh, wow, okay, das muss ja noch riesig werden, wenn es 12 weitere gibt. Holy moly, ich habe Radieschen bekommen, eine Rübe. Topfpflanze, rustikale, okay, das heißt, wir werden sie hier auch hier oben hinpflanzen. Alles hier in die Nähe, let's go. Muss nicht hübsch aussehen, Hauptsache es bringt was. Piu! Nice. Ah, einfach schon fast gemaxt. Ja, es ist gemaxt, sehr gut. Ernten. Tulpe hellgrün, okay, wir sollten die auch mal ernten, ne? Dahlie rot. Haben wir hier noch was zum Ernten? Nee. Einfach nur ein Blumenkübel. Was ist denn das nächste? Mein Zelt waren 10.000, ne? Genau. Ich habe 7.000 gerade mal. Diese Pflanzen hatte ich schon. Die Dahlien müsste ich wahrscheinlich auch mit reinpacken. Aber gut, das lassen wir erstmal. Ich muss sagen, das mit der Sammlung, das finde ich mega hübsch. Also, dass man hier so viele Items sammeln kann. Ups, sorry. Schließe 20 Aufgaben ab. Und wir kriegen dafür was? 10 Quarz-Edelsteine, okay. Wir haben 224. Okay, dann lass uns den neuen Bereich erkunden. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommen wird. Okay, die Insel wird noch unglaublich riesig. Ich glaube, so schnell kriegen wir das nicht gemerkt alles. Wobei, der Geist ist zusätzlich gekommen auf den Bereich, den wir eh schon haben. Hallöchen. Wie kann ich dir helfen? Alison Fischer. Oh, wow. Die haben mir gesagt, dass jemand Neues in der Stadt ist. Aber nicht, dass es jemand so Modisches ist. Dieses Outfit betont deine Augen. Ich bin übrigens Alison Fischer, die ansässige Bäckerbärin. Schön, dich kennst du, deren Augenstern. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Man lernt nicht jeden Tag neue Bewohner von Cozy Groove kennen. Das sollten wir mit dir mit einer Runde Red Velvet Cupcakes feiern. Was meinst du? Aber unbedingt. Aber unbedingt. Mal sehen, wo ist mein Rezeptbuch? Ach hey, es ist schon wieder weg. Ja, ich weiß, dass du jetzt denkst, komm schon, du bist Bäckerin, improvisier doch einfach. Red Velvet ist aber echt knifflig. Ich glaube, dass das Rot von roter Beete kommt, aber es könnte auch Ketchup sein. Klar, Ketchup, ich glaube, das stimmt. Ja, mal schade, dass ich meine letzte Flasche gestern für meinen Kirschkuchen verbraucht habe. Wenn du zufällig eine Flasche dieses roten Wundermittels findest, dann sag Bescheid. Ich bezahle dich mit leckeren Cupcakes.
Ich sehe Sandhaufen in der Zukunft. Alles klar. Dann lass uns ein wenig rumlaufen. Wobei rumlaufen jetzt gerade nicht so sinnvoll ist, weil das Einzige... Wir müssen hier noch einen Baum suchen. Den ich wirklich... Den man wirklich eigentlich recht eindeutig sehen sollte, ne? So denke ich zumindest gerade. wie viel Haltbarkeit hat eigentlich meine Schaufel noch? Ich darf die natürlich nicht kaputt machen, ne? Weil ich die brauche. 3 von 35, das ist schlecht. Hacke Sträucher um Holz. Ah, okay, kann ich Sträucher hacken. Sehr interessant, habe ich bisher noch nicht gefunden, die Sträucher. Dann lass es ein Stück Eisen schmelzen. Das ist okay. Komm mal da, ein Kalender. Kleine Eisenbrocken. Oder lass mal ganz kurz das hier abernten. Geht das? Ja. Dass wir etwas nehmen, was wir... Ich glaube, das ist Silbererz gewesen. No, da komme ich nicht ran, weil... Doch. Man muss nur wissen, was es ist. Aber es ist auch nur Silbererz. Ah, komm schon! Eisen ist scheinbar super, super selten, ha? Dann renn mit dir. Und ich nehme ein Stück davon. Einmal teilen, bitte. Ja, ist ja okay. Schmeiß rein das Zeug. Ich möchte etwas verbrennen. Hau rein. Kann ich mehreres reinhauen? Verbrennen für Eisenbarren geröstetes Nussmehl. 15 Gramm, nee, das Würzgemüse will ich nicht. Verkohlter Fischknochen. Geröstetes Wurzelgemüse, geröstete Pilze, geröstetes Wurzelgemüse. Okay, na lass mal das beides nur. Drei Süßkartoffeln? Nee. Die beiden bitte. Nee, nur das. Oh, nur das. Lecker. Ich weiß gar nicht mehr genau, wem ich das geben musste. Aber das Ausrufezeichen bringt mich schon zum Ziel. Kein Ding. Ansonsten muss ich halt die Dienste neu craften. Das ist auch nicht so ein Hit. Hey, wer hätte gedacht, dass Geisterwut heiß genug ist, um einen Schmiedeofen zu befeuern? Jetzt können wir Barren herstellen. Es ist einfach frustrierend. Ich dachte, ich würde meinen Ruf wiederherstellen und eine Lösung finden, wenn ich meine Werkzeuge mit dir teile. Als ich noch lebte, war ich so ein umsichtiger Bastler. Aber jetzt bin ich ein Geist. Das muss also irgendwas um... verdammt, ich habe das Wort nicht ganz gelesen. Geben. Aber was? Tja. Ich habe ein bisschen Liebe von dir. Mhm, nice. Und ein bisschen... Danke. Ah, die Münzen sind mir tatsächlich ziemlich... Oh, da ist Ketchup. Die Münzen sind mir natürlich ziemlich egal, muss ich gestehen, weil das ist echt wenig, was hier ist. Ist hier noch was drauf? Nee. Quarz-Edelstein, die möchte ich gerne mit. Ich dachte mir gerade... okay. Wo konnte ich denn meine Schaufel machen? In der Werkbank irgendwo, ne? Wenn ich irgendwo in der Werkbank? Andersrum, müsste hier nicht irgendwo in der Werkbank sein? Ah, okay. Da ist noch ein Ketchup und das letzte. Ich sehe einen Sandhaufen in deiner Zukunft. Okay, das heißt, wir müssen den Haufen kaputt machen. Das ist noch ein Buch. Was ist das für ein Buch? Achso, das ist ein Rezeptbuch. Nice. Ah, guck mal, hier geht's weiter. Oh mein Gott. Okay, lass uns aber erstmal, ich denke mal, der Sandhaufen muss hier unten sein. Weil der andere Bereich war nämlich bis dahin noch gar nicht da gewesen. Sofern ich natürlich Häufchen finde. Aber ich finde ja gerade keinen Haufen. Aber ich finde einen neuen Fisch. Den ich natürlich haben möchte. Oh. Verzeih. Schnapp! Achso, ja, wegen dem Geisterholz wird er mich wieder dahin locken, alles klar. Und hier ist noch was. Ah, ein Buch, okay. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ja, das wäre was anderes gewesen. Macht nichts, Leute, macht nichts. Wir gehen das mal hinten gucken. Passt schon. Was haben wir da? Nicht. Wir haben einfach neue Fische. Geilo. Na gut, dann werde ich mal ein bisschen angeln. Aber ich muss sagen, das ist eine ganz coole Übung, einfach seine Augen ein bisschen zu entlasten während des Spiels, weil du einfach wirklich dich nur auf dein Gehör verlassen kannst. Das gefällt mir.
Das sieht mir so komisch aus. Hier ist noch was. Was haben wir da? Nichts. Nichts. Hier ist eine riesen Muschel. Seht ihr die? Holy shit, ist die riesig. Hier ist ein Sandhaufen. Cats up! Okay, dann haben wir die Mission auch erledigt. Cool. Was haben wir hier? Einen schönen Thron. Uralte Lampe, ein Relikt des vergessenen Kaiserreichs. Ein mystisches Licht hält die Natur auf Abstand, schafft Raum für zivilisierte Bauvorhaben. Im Besitz 0. Episch. Okay, hier wurde also was erweitert hinter denen. Alles klar. Das habe ich nicht mehr ausgegraben, weil ich habe nur noch wenig in meiner Schaufel. Die will ich nicht außersehen kaputt machen. Ich habe keine Lust, die neu nachzucraften. Bin ich ehrlich gesagt zu faul, muss ich gestehen. Aber schon wieder dicke Fische. Gut, aber oh, das ist ein neuer Fisch, ein Schlammsauger, ne? Das ist, glaube ich, neu. Oh, wir sind ja da super voll in unserem Inventar. Dann lass doch ein bisschen zurückgehen. Na, da haben wir erstmal ihr Buch, was wir hier zurückgeben können. Das ist in Ordnung. Da bist du ja, Kafka. Kafka ist ein ganz besonderer Baum. Ich habe das Buch gefunden. Er sah früher anders aus. Höherer Stamm, breiterer S. What? Aber alles ist wann? Verändert sich? Kafka weiß das auch. Ja, habe ich nicht ein Buch gefunden? What? Ist okay. Alles klar, nimm dein Buch, nimm dein Baum. Kafka ist etwas introvertiert. Egal, hier in meinem Wald heißen wir den Wandel willkommen. Wenn du mir einen Gegenstand bringst, kann ich ihn vielleicht sogar für dich verändern. Ich nenne es Recyceln. Etwas in den Kreislauf des Lebens zurückzuführen. Du sollst es irgendwann mal probieren. Auf jeden Fall, sehr gerne. Gib mir erstmal mein Holz. Und einen goldenen Samen, nice. Geschichte geht weiter. Ein golden delicious Baum, nice. Na, wie geht's so? Warte, erstmal kurz mitnehmen. Was hier so rumliegt? Alter, ist hier viel Stuff. Pilze. Ne, kann ich nicht mitnehmen? Okay. Naja, auch nicht. Kann nichts interagieren, ist ja schade. Mit nix kann man hier interagieren. Na, wie geht es so? Meine Bäume und ich haben entschieden, dass wir dich mögen, kleine Fauna. Du hast eine baumartige Aura. Mein Freund Kipling fand ein ungewöhnliches Blatt zwischen seinen Seiten. Seinen Blättern. Als ich es sah, dachte ich mir, dass es vielleicht in den Wald der kleinen Fauna gehören könnte. Bitte nimm es zum Dank für deine Hilfe. Eine Geisterfinderbuchseite. Es ist wirklich wichtig, dass man Freunde hat. Was, wenn man krank wird und eine Crowdfunding-Kampagne für seine Blinder-OP starten muss? Freundschaft gleich überleben. Besonders, wenn man jetzt Spielkapitalismus überleben will. Das hat man schon mal, ne? Ich möchte einfach recyceln. Wie kriege ich das recycelt? Für 22... Ach, wir können es wieder zurückverwandeln. Okay. 9 S sind alte Münzen. Wir können die Quarz-Edelsteine ordentlich alte Münzen zurückgeben. Okay. Zu Pigmenten. Oh, wir können das zu Pigmenten machen. Nice. Blumenpigment und hier ist auch Blumenpigment. Das heißt, also die Farbe spielt keine Rolle mehr. Oha, Alter, wir können die einfach mal umwandeln. 45.000 alte Münzen. Das ist natürlich, wollen wir natürlich nicht, weil die Quarz-Edelsteine wirklich wertvoll sind. Dich habe ich immer noch nicht, ne? Nee. Ich habe nur Rüben, ich habe noch keine Radieschen. Gut, dann gebe ich dir dein Cats ab wieder. Immer noch ein kleines Häufchen. Dim, 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 dim. Immer noch ein Häufchen? Meine Güte, wie viele Haufen sind die auf einmal gespawnt? Du hast Ketchup gefunden, reife Leistung, Augenstern. Während du unterwegs warst, habe ich dann mein Rezeptbuch gefunden. Es lag unter einem Stapel Krims. Kaum zu glauben. Krimis. Kaum zu glauben, wie viele Krimis ich letztes Jahr gelesen habe. Ha! Wie dem auch sei, jetzt weiß ich, wie man Red Velvet Cupcakes macht. Aber die schlechte Nachricht: offenbar braucht man für das Rezept Mehl und Zucker und keinen Ketchup. Ich muss eine Sonderbestellung aufgeben. Aber schau mal wieder vorbei, da backe ich dir was Leckeres, ja? Mhm. Nice. Und ein bisschen farbig. Zitrona, Zitronenbaum. What? Lass mal alle Münzen mitnehmen, auch wenn es natürlich nicht viel ist. Aber wir haben noch einen Golden Delicious Baum, den werde ich aber kurz schütteln. Guck mal, nochmal eine dicke, fette. Schön wär's. Ah, ist das böse. Lass mich mal ganz kurz erstmal was reinpacken. Mehr will ich erstmal gar nicht. Hauptsache, ich krieg erstmal das Ding da hinten. Nicht, dass ich es vergesse, aber ich glaube, das ist ziemlich wertvoll. Sehr schön.
Hast du schon einmal so einen Himmel gesehen? Erleuchtet und das im wahrsten Sinne des Wortes. In der Schule haben wir gelernt, dass Sonnenlicht nichts anderes als Strahlung ist. Und jetzt mache ich mir jedes Mal Sorgen, wenn ich einen besonders hübschen Sonntaggang sehe. Oh. Okay. Das ist ja genau das gleiche mit dem Sommeralbum, interessant. Ach guck mal, der ist jetzt auch, Problem ist, dass ich das nicht mitnehmen kann, weil ich habe keinen Platz dafür. Meine Güte, ey. Ich brauche dringend diese Zelterweiterung. Haben wir irgendwo noch einen Fisch, den ich im Inventar habe, der hier auch drin ist? Na, warte, was haben wir hier auf jeden Fall noch? Ist okay. Und ich habe 3 Geisterholz schon, holy. Nice. Gut, da haben wir das schon mal, eine Goldpflaume. Sehr schön. Naja, ich nehme das. Schluck noch 7 Stück Holz, dann bin ich voll. Mehr, noch 6 Stück, dann bin ich voll. Lecker, noch 5 Stück, dann bin ich voll. Ich spüre für heute keine Geister mehr. Wir sollten morgen wiederkommen. Ach, erstmal habe ich hier noch ein paar Missionen offen. Chill mal. Chill mal, Wilma. Ich möchte noch was verbrennen. Die Frage ist, was kann ich noch in eine Sammlung aufnehmen? Doch ziemlich viele davon. Lass uns erstmal die beiden Dinger hier setzen. Abneigung, betriebsame Deko. Kann aber nicht alles hier hinpflanzen, oder? Man sieht immer ein bisschen viel aus. Ach, ist ja süß. Ach, ist ja putzig. Ist ja klein. Das ist ja putzig. Warum ist auf einmal was gespawnt? Ich habe eine Zitrone bekommen. Und Golden Delicious Apfel, sehr gut. Ach nein, sind die süß. Okay, einfach mal, da haben wir nämlich ziemlich wertvolle Items bekommen. Ich würde gerne, die habe ich schon drin. Die hatte ich auch schon drin. Und die kann ich noch mitnehmen in meinen Sammlung. Ja. Psst. Ah. Okay, brauche ich gar nicht. Guck mal, ich will mal ganz kurz ein bisschen Pilz. Ich würde gerne ein bisschen was in die Sammlung packen. Das Problem ist aber echt, dass ich viel zu wenig Platz habe hier. Lass vielleicht doch gleich noch ein paar Dinge recyceln oder verkaufen. Lass mich mal vielleicht ein paar Dinge verkaufen, damit wir 10.000 Münzen haben. Doch der hier unten. Achso, die kriegen wir jetzt natürlich vielleicht auch noch. So. Wird sofort archiviert. Ich denke, wir haben locker 1.002 alte Münzen. Let's go. 6 Quarz-Edelsteine. 1.001 alte Münzen. 8 Quarz-Edelsteine. 1.001 alte Münzen. Alles klar. Gönn dir. 500 alte Münzen. 500 alte Münzen. Okay, die bringen bestimmt mega viel, oder? Aber nicht so viel. 10 Quarz-Edelsteine. Das ist jetzt nicht so viele. Und nochmal 10 Quarz-Edelsteine. Oh, das war's aber noch nicht, ne? Ja. Nochmal eine Geistervogel-Essenz. Oh, ein Rezept. Essenz eines glücklichen Vogels. Nice. Und nochmal ein paar Quarz-Edelsteine. Sehr schön. Damit haben wir 12.000 alte Münzen. Und die werden wir jetzt investieren, um unser Zelt zu verbessern. Leute. Oh, was für ein wunderschönes neues Zelt. Achso, warte, hier der. Okay. Dann packen wir erstmal alles hier rein, ne? Die anderen, dann können wir gleich mal lesen. Essenz sowieso. Die Pilze. Die Dahlien. Hatte ich nicht gerade irgendwo? Ne, ich hatte die anderen gehabt. Süßkartoffeln, Wald, Hartholz. Ah, die bleiben hier. Die Machete brauche ich bisher noch nicht, ne? Lass ich erstmal hier. Die brauche ich noch. Oder die behalte ich noch. Die finde ich sowieso immer die ganze Zeit die Äste.
Bringt mir aktuell deswegen gar nichts. Gut, dann lesen wir das jetzt noch. Für zum Kochen von Gasnahrung 25 Geistervogel-Essenz. Alles klar. Puh. Wo haben wir denn 10 Fische? 4, 7, 8, 10. Und wir haben jetzt zwar keine Fische mehr, aber wir können die Mission abschließen. Sofern. Sogar 11. 7. 1 bringt 2. Der bringt 2. Nice. Ich muss trotzdem alle nehmen. Egal. Let's go. Dann kriegen wir nämlich eine bessere Schaufel. Und können damit wahrscheinlich auch diese anderen Dinger kaputt machen. Ah, ich weiß, dass da unten das noch was ausblinkt. Das werden wir auch uns gleich angucken. Oder demnächst. Du hast mir alles gebracht. Sehr gut. So, mal sehen. Ein wenig Försterwissen, ein wenig gespenstische Irreführung. Und schon ist deine Schaufel garantiert professionell. Sie kann tiefer graben und hält länger durch, bevor sie zerbricht. Aber vergiss nie, deine Werkzeuge gut zu pflegen. Danke. What have you done? Eine Metallschaufel, 10 Zäune, ah, okay. Und eine uralte Laterne. Jetzt will ich ganz kurz mal dieses eine Grab ausheben, was eben entsprechend das hier, ne? Ah, nice. Die können wir jetzt auch aufmachen, das ist cool. Gefällt mir. Oh, eine Fallnuss. ja, das war's tatsächlich, ne? Wir haben keine Mission mehr, das mit dem Grog, das dauert. Mit dem Geistort haben wir nichts mehr. Wir können trotzdem noch ganz kurz nach den Gräbern, nach den Löchern gucken. Wo wir die bessere... Apropos. 64 von 70. Aber wir brauchen jetzt mal scheinbar 2 Haltbarkeit, ne? Für... ein Loch oder 3 sogar. Ui. Oh, was haben wir da noch Schönes? Okay. Ja, da brauchen wir es nicht mehr. Tschuh. Okay, das sollte ich aufhören. Die 3 Münzen bringen einfach nichts. Nicht viel zumindest. Da Holz. Holz. Die Muschel kann ich leider nicht aufmachen. Das ist ärgerlich. Hier ist nichts zum Buddeln. Ah, sein Gork muss leider noch ein bisschen warten, es tut mir leid. Da muss er noch ein bisschen auf seinen Alkohol warten. Ist eh nicht so gesund. Tja, tatsächlich war es das schon wieder. Cool, das heißt, wir kriegen das immer so einen Tag in einer Folge, das finde ich ganz nice. Ja. Okay. Wir lagern die Zäune mal ein. So. Hier mal ein bisschen einlagern. Süß Kartoffel, Fallnuss, Pilz. Laterne kann ich gleich mal setzen. Hartholz, das ist Weichholz. Ne? Okay, das erkennt man kaum. Was haben wir hier? Deko-Lampe, grusige Deko, gewöhnliche Themenlampe. Könntest du ja mal hier hinsetzen. Da wird nämlich alles ein bisschen weiter erleuchtet, weißt du? Verkaufen, was bringt mir das? Ich meine, das bringt 200 alte Münzen, 20 Äste. Dafür, dass es echt nicht viel ist, dass das schnell gefarmt ist oder gesucht ist. So, dann würde ich sagen, machen wir noch ganz kurz die Ausrufezeichen hier unten. Gib 10.000 Geld aus. Gib mir 100 alte Münzen. Na, danke sehr. Sammle Steine 5. Die 5 Steine sammeln. Platziere 2 Obstbäume. Gib mir 10 Quarzsteine. Nice. Und noch sammle einzigartige Fische. 5 haben wir auch noch geschafft. Sehr gut. Haben wir 2 alte Münzen. Wunderbar. Okay, meine lieben Freunde. Nächstes Upgrade kostet...
16 zusätzliche Lagerplätze, 25.000 Münzen. Das ist okay. Kann man machen. Gut. Okay, dann würde ich sagen, ich danke fürs Zusehen. Wir sind jetzt mal wieder von Cozy Groove. Dann gibt es wieder neue Missionen. Neue Geister und... Oder neue Geistermissionen. Und vielleicht auch neue Geister. Mal gucken. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei Cozy Groove. Ciao.